Dani hier. Ja, schön. Wir stehen vor dem Jahreswechsel und ich hoffe, du hast ein tolles Jahr für dich gehabt, deine Ziele, deine Vorsätze umsetzen können, erreicht, was du erreichen wolltest und warst hoffentlich auch gesund. Ich möchte, Entschuldigung, dieses Video dazu nutzen, um dir fürs nächste Jahr einfach eine ordentliche Motivation zu verpacken, dir zu helfen, neu ins Jahr zu starten, um deine Ziele, Wünsche, Träume, was auch immer du dir ausgesucht hast, zu erfüllen und dran zu bleiben. Wir wissen ja alle, Glück alleine bringt uns nicht zum Ziel. Wir müssen tun, aber es ist halt die Frage, wie und vor allem mit welchen Mitteln wir damit arbeiten. Grundsätzlich möchte ich mich für dieses Jahr bedanken, für deine Treue, dass du mir zugeschaut hast, dass du mitgemacht hast bei meinen kostenlosen Challenges, vielleicht auch mein Buch downgeloadet hast. Danke für alles und den Support auf meinen Seiten. Ich habe mich riesig gefreut und somit schenke ich jetzt für das neue Jahr ein bisschen Motivation à la Dani und hoffe, somit kann ich dir den Start ins neue Jahr erleichtern und mit Motivation nachhelfen. Ich habe 5 Geheimtipps vorbereitet. Was heißt Geheimtipps? Tipps à la Dani. Ja, und die gehe ich jetzt einfach mal kurz durch, gehe darauf ein, push euch noch ein bisschen und dann geht's los. Also, mein erster Tipp ist, mach aus Vorsätzen Ziele. Ja? Viele setzen sich ja Vorsätze, aber Vorsätze sind vage. Ja, ich will mal jetzt nicht mehr so viel Schokolade essen oder ich möchte meinen Autoführerschein machen und ich will jetzt fleißiger sein, meinen Papierkram hinterherlegen. Ja? Also ich sag mal, Vorsätze sind schön und gut, aber ein definiertes Ziel ist einfach besser. Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich will ein bisschen auf meine Figur achten und abnehmen, dann sollte ich mir als Ziel setzen, ich nehme in einem Vierteljahr, 3 Monate, ja, 3 oder 4 Kilo ab. Das ist ein Ziel, worauf man hinausarbeiten kann. Ja. Ich will die Führerschein machen, dann lese ich mich, melde mich an zum Führerschein machen. Ja. Also ich will bis Mai oder Mitte nächsten Jahres meinen Führerschein gemacht haben. Ein richtiges Ziel setzen. Ja. Auch wenn man Papierkram oder sonstiges bewältigt, ich selber bin auch ein Schreibtisch-Chaos-Mensch, nehme es mir auch immer wieder vor, aber es bleibt noch ein Vorsatz, ich habe es noch nicht so ernst genommen. Beim Papierkram wäre es aber genauso dasselbe. Ich mache zum Monatsende Punkt und Komma und Ausrufezeichen meinen Abschluss, mein Papierkram, meine Ablage ordentlich. Ja? Also dann muss man das genau definieren. Also nutze lieber das Wort Ziel, mach dir um deine Ziele Gedanken und setze sie fest in einen zeitlichen Rahmen. Ja? Also, dass du auf Zeit runterbrichst, bis wann du das geschafft haben möchtest und wie du dir das Ziel dann im Endeffekt auch vorstellst. Also, sei mutig, ja, und mach aus Vorsätzen Ziele. Das nächste ist, wenn du ein Ziel gesetzt hast, arbeite mit einem Belohnungssystem. Belohnung. Was bedeutet das? Belohnung ist etwas ganz Tolles. Kinder lieben das kleine Stück Schokolade, wenn sie mal lieb waren. Oder auch ganz am Anfang, wenn man mit einem Topf zum Beispiel experimentiert, gibt es ja da mal ein Gummibärchen, wenn es geklappt hat. Ja, also Belohnungssysteme funktionieren aber nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Also, wenn ihr euch ein Ziel setzt, dann macht euch ein Belohnungssystem dazu. Das heißt, zum Beispiel Thema abnehmen. Ich möchte in 3 bis 4 Monaten eben 3, 4 Kilo abnehmen und dann mache ich mir Gedanken, wenn ich das geschafft habe, wie belohne ich mich dafür? Natürlich dann nicht mit einem Eis, sondern vielleicht mit einem tollen Ausflug irgendwohin, die beste Freundin besuchen, ein Wellness-Tag, was auch immer. Ja? Diese Belohnung sorgt dafür, dass wir dieses Ziel, was wir uns gesetzt haben, nochmal leichter erreichen, denn wir haben ja so ein bisschen Lust auch auf die Belohnung. Also setzt euch die Belohnung nicht zu klein, sondern eher groß. Ja? Also nicht zu klein setzen, denn das ist nochmal zusätzlich euer Motivator, wenn ihr euch eine tolle Belohnung ausgedacht habt. Das Ganze macht ihr am besten mit einer Art Protokoll. Ich hänge das jetzt mal hier hin. Ich habe das so vorbereitet für meine Challenge, Leute. Das hat auch gut geklappt. So. Jetzt ist mir was runtergefallen. Protokoll in dem Sinne wichtig, denn, mache ich erstmal hier hin, Protokoll. Wir fangen ja manchmal sehr motiviert an, ja, mit der Spitze nach oben. Dann hängt die Zunge irgendwann raus, egal ob es beim Joggen ist, ob es beim Vorsatz eines Zieles oder sonstiges ist, denn das Leben kommt sehr gern dazwischen. Und dann kann es schnell passieren, dass wir wieder hinunterfallen. Und diese Protokolle, die man sich erstellen kann, ein Protokoll, hilft dazu, ja, am Tag X eben anzufangen, hier mit zum Beispiel einem Kalender, ja, das kann man ja unterschiedlich gestalten, und dann hakt man jeden Tag ab, weil man es geschafft hat.
Man sieht bei so einem Protokoll eines Kalenders in dem Sinn auch sehr schön, das hier ist mal eine Vorbereitung für 14 Tage. Ich fange an, das liegt noch vor mir und jeden Tag sehe ich aber, was ich schon geschafft habe. Ja? Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Motivation, auch um dran zu bleiben, gerade wenn das Leben mal zuschlägt. Und ganz ehrlich, es ist nicht immer leicht, egal welcher Vorsatz, egal welches Ziel, es sind immer vom Leben Steine im Weg. Es sei denn, es ist vorbestimmt und es fliegt einem zu. Ja? Und dann stehen wir Frauen uns ja schon wieder im Weg, weil uns nicht alles schnell genug geht und wir nicht warten können. Ja? Also helft euch mit einem Protokoll, denn alles, was wir vorhaben, sollte auch gut geplant sein. Wir müssen uns am Anfang das Ziel ausdenken, wir müssten uns eine Belohnung ausdenken, ja, um unser Ziel zu stärken. Und das hält man am besten auf dem Protokoll fest, weil man dann dort einen tollen Überblick hat. Ja? Also haltet Protokoll, führt euch Listen. Ich habe hier auch noch so eine Art To-Do-Liste. Das nutze ich auch, wenn sehr viel anliegt. Dann kann man diese To-Do-Liste sich täglich halt vorbereiten und dann wirklich abhaken. Und dann kommt man auch noch mal schneller zum Ziel. Weil man kann zielgerichtet jeden einzelnen Tag abhaken oder jedes einzelne, was eben auf der To-Do-Liste steht. Der Vorteil ist, wir bleiben fokussiert, lassen uns weniger ablenken und halten uns an die Struktur. Das fällt uns Frauen immer schwerer wie Männern. Männer machen eins nach anderen, Frauen machen 10 Sachen auf einmal und eigentlich nicht immer alles gleich richtig, logischerweise. Wir können ja auch nur eine Sache richtig machen. Und solche Planer helfen uns dabei. Also, protokollieren, in welcher Form auch immer, ob im Lieblingsheft, im Poesieheft oder in deinem Notizheft, was auch immer. Ich habe mir tolle Sachen vorbereitet, denn die helfen mir, den Überblick zu behalten. Das nächste ist, wo viele auch, was ich immer wieder merke, was auch ein Selbstvertrauensproblem ist, bleib dir treu. Was meine ich damit? Bleib dir treu. Oftmals setzen wir uns unsere Ziele, ja, beobachten aber allgemein andere. Ja, und oftmals passiert es ja auch, dass man sagt, ach, ich möchte so sein wie der, ich ziehe das an wie der und das finde ich cool, was der oder die macht. Ich will das auch so machen oder vielleicht habt ihr sogar eine Freundin, die ähnliche Ziele hat, die sie schneller erreicht. Ja. Bleib bei dir. Wie würdest du es machen? Wie würde jetzt die Dani bei einem Problem arbeiten? Nicht, was würde mein Mann sagen? Was würden meine Eltern? Was würde ich tun? Ja. Oftmals verlieren wir uns selber, vertrauen uns gar nicht selber und orientieren uns zu sehr nach außen. Was andere machen, was andere sagen. Egal, ich bin meine Person, meine Persönlichkeit, ich mache es auf meine Art. Die ist vielleicht nicht immer richtig oder gesellschaftlich korrekt, was auch immer, aber Hauptsache, ich kann meinen Weg gehen zu meinem Ziel, ist doch egal wie. Und wenn es ein paar Umwege hat, aber wenn ich die brauche und andere nicht oder was auch immer, dann ist das mein Weg. Also selber treu bleiben, selber loyal mit sich sein, ja? Sondern in den Spiegel schauen, es geht um mich. Ja? Und viele Frauen vergessen das, dass es um mich selber geht. Ja? Ich habe auch ein Recht, mir was Gutes zu tun, ich muss mich erkennen, ich muss mich lieb haben, ich muss mir was Gutes tun, um Energien zu sammeln, Kraft zu sammeln, um meinem Weg, um meinen Zielen auch weiterzukommen. Egal in welchem Jahr, es wird immer so sein. Ja? Anfangen, verfolgen den Weg, auftanken, Kraft tanken, meinen eigenen Weg finden, nicht den von anderen, meinen Weg finden, auch wenn er vielleicht sonst wie verrückt ist. Ja? Ich trage auch gern Männerhemden, ist vielleicht jetzt auch nicht so mädchenhaft, aber ich liebe es, ich fühle mich drin wohl, fertig. Ich bin loyal mit mir und meinen Ambitionen, dass ich halt gern Männerhemden trage. Mal ganz davon abgesehen, dass mein breites Kreuz meist gar nicht in den Frauenschnitt passt. Ja? Also bleib bei dir, bleib dir selber treu und geh deinen persönlichen Weg und nicht jemand, der sagt, das wäre leichter, finde deinen eigenen Weg. Das fünfte ist, ja, schließt eigentlich auf, sei nicht perfekt, sei interessant. Ja? Sei nicht perfekt, sondern interessant. Schließt so ein bisschen hier auf, denn es geht darum, bei sich zu bleiben. Perfekt sein hat zwei negative Seiten. Einmal sind Leute, die perfekt sein wollen, Leute, die nicht anfangen. Ja? Wenn ich 10 Sachen vorhabe, sind die Perfektionisten, die eine Sache richtig machen. Total toll. Ja? Aber sie haben 9 Sachen nicht gemacht, weil sie es nicht geschafft haben, denn sie mussten ja eine Sache perfekt machen. Die Nicht-Perfektionisten, ja, die machen alle 10 Sachen und fangen damit an. Sie machen alle 10 Sachen vielleicht nicht richtig.
aber sie erfüllen dadurch einen höheren Soll. Ja? Also sie schaffen vielleicht 30 oder 50%, während der Perfektionist von 10 Aufgaben nur eine macht und somit auch nur 10% macht. Und der andere, der Nicht-Perfekte, legt halt einfach los, macht erstmal, verbessert und verbessert nach und nach, aber er fängt an und erfüllt gleich mehr Soll. Ja? Also eigentlich jemand, der Perfektionist ist, steht sich selber im Weg. Wichtig ist das Tun, das Handeln und danach immer weiter verbessern. Sei interessant. Leute fallen auf, die anders sind. Nicht die, die im Strom schwimmen. Nicht die, die sich daran halten, was Frauen sein sollen oder welche Figur Frauen haben sollen oder ob wir dies machen, das machen, jenes, was die Gesellschaft vorgibt. Das sind alles, sag ich mal, Stromschwimmer. Aber wir haben ja, wenn wir uns selber so ein bisschen bei uns bleiben, jeder so seine eigene Macke. Ja, das ist ganz normal. Also bleibe bei dir, lebe dich aus, zieh das an, handel wie du möchtest, womit du dich gut fühlst. Ja, weil nur wenn du dich gut fühlst, bist du echt. Und nur wenn du echt bist, kann der andere dir gegenüber auch im Endeffekt in die Augen schauen und er weiß, woran er ist. Und deswegen sei selbst mit dir loyal, sei dir treu und sei nicht perfektionistisch oder schwimm mit dem Strom, sondern sei du selbst und sei für dich und andere interessant. Fall ruhig aus der Reihe. Aber vergesse eins nicht, du bist einzigartig und wunderbar und wenn du deine Ziele steckst, mit Belohnungssystemen arbeitest und das Ganze protokollierst und dich selber somit motivierst, wirst du alles schaffen, was du schaffen möchtest. Ja? So, ich habe hier sogar noch mein Jahr 2018. Das ist mein vorgefertigter Kalender, habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, um mir das so am Computer zu gestalten, wie ich das brauche, damit dort alles seinen Platz findet, wie Ferien, wie Urlaub, Geburtstage und meine persönlichen Sachen, alles auf einer Seite im Überblick. Das macht erstmal Arbeit, habe ich auch vor 3-4 Jahren noch gar nicht gemacht, aber ich mache es, denn ich merke, ich habe alles in einem Blick und alles, was ich nur sehen muss, muss nicht noch hier rein. Und wir haben ja viel im Kopf. Und je mehr wir da drin haben und je mehr wir planen müssen, auch für andere, gerade wer Familie hat, ja, ist man sehr schnell schon wieder im Modus der Überforderung. Also tragt euch ein, sichtbar im Handy, heutzutage ist alles so toll, es gibt so schöne Apps, ob Kalender ist oder ob es eine App ist, die dich erinnert, dass du trinken musst, schlafen musst, deine Pille nehmen musst oder was auch immer. Ja, plane dein Zeug, ne? Mach es dir sichtbar und arbeite mit dem Jahreskalender bestenfalls auf einem DIN A4 Blatt. Das wird dir helfen, Zeit zu sparen, dein Gehirn ein bisschen zu sparen, damit du fokussierst an deinen eigenen Zielen weiterarbeiten kannst. Lass dich nicht aufhalten, sei dir einfach treu und ich wünsche dir fürs neue Jahr ganz viel Power, ganz viel Gesundheit, denn nur ohne die geht nun mal leider nichts. Ja? Pfleg dich, kümmere dich um dich, nimm dir Zeit für dich, um Energie aufzuladen, damit du deine Ziele fürs neue Jahr auch umsetzen kannst. Ganz herzliche Grüße und ich hoffe, wir sehen uns wieder auf meinen Seiten, in YouTube, in Facebook oder auf meiner Webseite. Ich würde mich freuen. Ich habe auch wieder viele Sachen geplant und freue mich schon darauf, das zu teilen mit dir. Also in diesem Sinne, sagt die Dani ciao, einen schönen Rutsch ins neue Jahr und alles, alles Gute. Tschüss.